So, da sind wir in Stiche. Ich bin gerade am Überlegen. Die Scherbe können wir nicht nehmen, weil die ist ganz unten Passt die drin. Stiche auf euch auf. Ja, machen wir hier oben. Taren hat Samarak entsandt, um euch gegen die eurachsische Offizierin Saulinia und ihren Trupp von Meuchlern beizustehen. Die Einheimischen sagen, dass eine Gruppe, zu der diese Beschreibung passt, hier vor kurzem durchkam. Taren sagt, dass wir nach einem verborgenen akavirischen Schrein suchen. Saulinia hat den Befehl, jemanden zu töten, den sie für den letzten Drachengardisten halten. Saulinia, die Meuchlerin, die König Hemakar und Königin Numara ermordete. Samarak hat diesen Namen am Tag von Euraxias Staatsstreich oft gehört. Vielleicht kann dieser der königlichen Familie endlich zur Gerechtigkeit verhelfen. Habt ihr damals Hauptmann Saulinia gegenübergestanden? Nein, an jenem Tag war Samarak die Leibwache von Kamira. Wir waren weit weg vom Palast. Wie dem auch sei, dieser hat erfahren, dass der örtliche Verbrecherfürst Saulinia mit Führern versorgt hat, die Narbe gut kennen. Wir müssen uns beeilen, wenn wir sie noch einholen wollen. Lasst uns den Meuchlertrupp aufhalten. Die Narbe kann ein trügerischer Ort sein, Fünfkralle, selbst ohne einen Meuchlertrupp von Nibenesen. Wir müssen uns beeilen, aber wir sollten mit Bedacht vorgehen. Erzählt mir über eure Zeit als Königskralle. König Hemakar sah etwas in Samarak. Er bat bei einem Besuch beim Wüstenwind ausdrücklich um diesen. Samarak ließ seine Studien und Gebete zurück, um die Königskralle zu werden. Er verschrieb sein Leben der Sicherheit der königlichen Familie. Doch ihr konntet Araxia nicht davon abhalten, die Königsfamilie zu töten. Nein. Kamira wollte das Wüstenwind-Adeptorium besuchen. Diesem wurde aufgetragen, sie zu bewachen. Daher war Samarak nicht im Palast, als Euraxia und ihre Truppen eintrafen. Man hieß sie als Gesandte des Kaisers willkommen. Dabei waren sie nur Schakale, die zum Sprung ansetzten. Wenigstens konntet ihr für Kamiras Sicherheit sorgen. Ein kleiner Erfolg in einem Erdrutsch des Scheiterns. Die Schuld verzehrte Samarak, weil er lebte und die königliche Familie starb. Deshalb ging er ins Exil, fernab des Landes, das er liebte, und bereiste die Welt. Dieser suchte, nun, was genau? Frieden? Vergebung? Irgendetwas. Was sollte ich wissen, bevor wir die Narbe betreten? Die Narbe wurde in ferner Vergangenheit ins Antlitz von Anekina gegraben. Manche sagen, Kunzari war dafür verantwortlich. Andere meinen, Alkosch selbst habe das Land mit seinen Krallen gezeichnet. In den tiefsten Spalten und Schluchten leben Dinge, die man lieber meiden sollte. Warum hat Abnotan euch geschickt, mir zu helfen? Ehrlich gesagt hätte Samarak sich fast geweigert, als Tarn den Befehl gab. Dieser hatte das Amt als Königskralle gerade erst wiedererlangt und zögerte, Königin Kamiras Seite zu verlassen. Doch ihr brauchtet Hilfe, und Samarak eignete sich am besten für dieses Unterfangen. Hat Abnotan-Präfekt Carlo schon Kamira vorgestellt? Ja, aber Samarak ist sich nicht sicher, ob aus diesem Treffen etwas Gutes hervorgehen wird. Als dieser abreiste, waren Königin Kamira und Fürst Garesh Ri mit Taren in eine hitzige Debatte darüber verstrickt, welche Risiken und Vorzüge es hätte, einem Kaiserlichen zu vertrauen. Kann ich absolut nachempfinden. Meucheltrupp tiefer. Das heißt, dass die vermutlich ganz da unten sind. Kann man jetzt hier runter? Ja, das ist schon mal gut. Ich muss mich hier vorsichtig vorarbeiten, wobei es doch ein bisschen länger zu laufen ist, so wie es aussieht. Ach, doch, da oben. Genau, jetzt sehe ich auch den Kreis.
So, der Meucheltrupp scheint aber gemeuchelt zu sein. Warte, diese Leiche. Das ist einer der Meuchler. Sie müssen hier lang gekommen sein. Steckt eure Waffen weg. Die Schlacht ist gewonnen. Lang gekommen, ja, aber wo sind sie hingekommen? Oder sind sie nicht weit gekommen? Das kann natürlich auch sein. Achso, da sind die Nächsten. Da sagt er nichts, oder was? Mehr Leichen. Die angeheuerten Wachen. Saulinias Werk, glaubt Samarak. Okay. Seht, da ist eine Tür hinter diesen Steinen. Ist das der Ort, nach dem wir suchen? Ich bin gerade überlegen, ob das jetzt hier gewesen ist. Es könnte tatsächlich hier gewesen sein mit den vielen Rätseln, die ich noch im Kopf habe. Dieses Tor. Nicht einmal Samaraks Stärke und Wissen können eine magische Barriere verschieben. Vielleicht das Podest? Das Podest erhält die magische Barriere aufrecht, aber Samarak weiß nicht wie. Findet den Drachen! Die Meuchler! Sie schleichen durch den südlichen Gang. Wir müssen uns beeilen. Es muss noch einen Weg auf die andere Seite, tiefer in der Anlage, geben. Sollten wir nicht versuchen, diese Tür zu öffnen? Was immer sich all die Jahre hinter dieser Tür versteckt hat, kann noch ein bisschen länger warten. Wir müssen uns um die Meuchler kümmern. Sie sind die dringlichste Bedrohung. Dieser Schrei, den wir hörten. Saulinia und ihre Mörder müssen ganz in der Nähe sein. Naja, einen Schrei habe ich nicht gehört. Aber ich habe auf jeden Fall jemanden kommandieren gehört. Das ist schon richtig. Fallen! Sie haben einige der Meuchler aufgehalten, aber nicht alle. Wir müssen achtsam sein. So, das ist wieder eine Tafel. Ich meine, das wäre das Verlies, wo man verschiedene Tafeln... Ich wollte gerade sagen, kommt da was? Wo man verschiedene Tafeln einsammelt. Oh, das war doof. Das war ganz doof. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Hier ist noch eine. Also Rätsel. Es war kein Rätsel in dem Sinne, aber es gibt, glaube ich, hier eine Errungenschaft, dass man alle Tafeln einsammeln kann. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich finde sie jetzt aktuell nicht. Aber es gab auf jeden Fall eine. Ob das jetzt allerdings von diesen Dingern hier im Verlies waren, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. So. Ja, natürlich. So, Moment. Wir müssen da hinten rum. Dumm-di-dumm. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte eigentlich nach rechts. Hast du gut gemacht, Basti. Oh. Ich würde sagen, habe ich da jetzt aus Versehen drauf geschossen? Ich muss ja erstmal wissen, wo ich hin muss. Jetzt auf einmal muss ich doch auf die andere Seite. Nicht mal einen Alphik in Alabaster finden. Das war der Drachengardist. Uns läuft die Zeit davon. So, hier ist auch nochmal eine Tafel. Ich glaube, wir haben jetzt am Anfang eine nicht geholt. Aber ich mache das ja jetzt nicht wegen der Tafeln. Du nicht, Fräulein. So, hier ist noch mal eine. Und wir müssen, glaube ich, hier rum, ne? Noch ein Labyrinth. Wir müssen einen Weg auf die andere Seite finden. Ja. Ich arbeite dran. Da, wo die ganzen Fallen sind. Ich glaube, da sind auch noch mal...
auch nochmal diese Dinger hier. Aber in dem Fall anscheinend nicht. Das war der Anfang, wo, glaube ich, nichts war. Da hinten. Was habe ich denn da jetzt gesehen? Wir müssen aber in die Richtung. Das heißt... Da ist noch eine Tafel, die nehmen wir noch mit. So. Da müssen wir rum, ne? Genau. Und ist nichts. Nein, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht so intensiv drauf geachtet. Wenn ich ein Ziel auswähle, stirbt es auch. Ich wurde für die Drachenjagd ausgebildet. Es wird anders kommen, als ihr denkt. Nö, es ist genauso gekommen, wie ich gedacht habe. Hier ist auch nochmal eine neue Tafel. Hallo? Im Tod liegt das Versprechen. Das ist, glaube ich, die letzte Tafel oder die letzte für den Abschnitt. Tötet Hauptmann also die Linken auf jeden Fall. Hier ist nochmal Mantel des Grauens. Kommen die mal raus? Jetzt. Mich an der Seite dieser Meuchlerin zu sterben. Vielleicht kann die Königsfamilie nun endlich in Frieden ruhen. Vielen Dank, Fünfkralle. Vielleicht bedeutet Saulinias Tod, dass die königliche Familie in Frieden ruhen kann. Der Drachengardist floh durch diese Tür, aber er war verwundet. Wir sollten ihm helfen. Geht es euch gut, Samarak? Samarak... Da war eine Schwere in Samaraks Seele. Jetzt verstreut sie sich wie Sand im Wind. Trotzdem, dieser hatte versprochen, einem neuen Pfad zu folgen. Doch diese Ereignisse haben ihn zu einem zurückgeführt, den er schon einmal beschritten hat. Ihr habt geholfen, die Mörderin der königlichen Familie von Anequina zur Strecke zu bringen. Ja... Aber Samarak glaubte, dass sein vorheriges Leben der Gewalt diese Tode verursacht hat. Seine Studien und Meditationen sagten ihm, dass dem so wäre. Doch jetzt, mit Saulinias Tod, fühlt sich Samarak leichter? Es fühlt sich gut an, aber es fühlt sich auch an, als würde er den Wüstenwind verraten. Tja... Gewalt sollte nie die Antwort sein, das ist schon richtig. Die Gewalt dieser Tode verursacht hat. Ich meine, Gewalt sollte nie die Antwort sein. Ja, manchmal muss man Feuer mit Feuer bekämpfen, ist in dem Fall natürlich auch nicht ganz verkehrt. Ja, manchmal muss man Feuer mit Feuer bekämpfen, Samarak. Ihr habt recht, Fünfkralle. Gewalt beendete das Leben, das Samarak kannte, und Gewalt schenkte Samarak ein neues Leben, das er nun führen kann. Wie die Adepten sagen, für manche Dinge lohnt es sich zu kämpfen. Genau das. Dieses ganze Philosophieren lenkt uns von unserer Mission ab. Lasst uns nach dem Drachengardisten suchen. Ja, der ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, gerade hier rausgelaufen. Hier ist auch, glaube ich, keine weitere Tafel mehr. Da ist er doch. Verdammte Meuchlerin! Sie wusste, was sie tat. Aber ich habe sie fallen sehen. Danke dafür. Warum habe ich plötzlich, nach all diesen Jahren, so viel Gesellschaft? Die Drachen sind zurückgekehrt. Euraxia hat die Meuchler geschickt, weil sie dachte, ihr wüsstet, wie man sie aufhält. Ich weiß von den Drachen. Ich habe eine Nachricht an die anderen Refugien gesendet. Andere Refugien?
Ich dachte, ihr wärt der letzte Drachengard ist. Der letzte? Das hätte ich nicht gedacht. Doch niemand sonst ist dem Ruf gefolgt. Vielleicht... Nein. Ich weiß zumindest noch von einem anderen. Dort draußen. Er wird kommen. Er muss... Gibt es wirklich einen Weg, um die Drachen aufzuhalten? Nehmt meinen Ring. Er wird das Refugium öffnen. Findet das Drachenhorn. Ihr müsst... Drachengardist Orland? Möge Kenarti euch zu den Sanden hinter den Sternen führen. Ja. Wir müssen dann weiter. Öffnet das Refugium der Drachengarde. Da unten. Das sieht aus wie Präfekt Carlo. Was macht er denn hier? Tja, was macht er wohl hier? Sprecht mit Präfekt... Okay. Ah, da seid ihr ja. Wir kamen, sobald wir konnten. Konntet ihr Hauptmann Saulinia und ihre Meuchler aufhalten? Saulinia ist tot, doch das ist auch der Drachengardist. Hat Kamia eure Bedingungen für ein Bündnis angenommen? Beide tot? Saulinia hatte es verdient, doch das mit dem Drachengardisten ist bedauerlich. Und ja, es brauchte einiges an Überzeugung und Tans diplomatischste Verhandlungstaktiken, aber Königin Chimera hat unsere Hilfe angenommen. Unter Vorbehalt. Unter Vorbehalt? Die Signus Freischärler sind auf Bewährung. Fürs Erste. Sobald Königin Chimera uns bei der Arbeit sieht, bin ich mir sicher, dass sie es sich anders überlegt. Bis dahin wollte ich sicherstellen, dass es euch gut geht. Ein Sieg über Saulinia ist keine kleine Sache. Doch es ist bedauerlich, dass wir den Drachengardisten verloren haben. Der Drachengardist gab mir einen Schlüssel zu seinem Refugium. Wir waren auf dem Weg, um ein Drachenhorn zu bergen. Ein Drachenhorn? Wie das beim Sternhafen-Adeptorium? Nun, wenn ihr meint, dass dieses alte Relikt helfen kann, dann schreitet nur forsch voran. Okay. Die Barriere ist weg. Was uns dahinter erwartet. Sind das die Überreste der Drachengardisten? Ja, holt euch das Drachenhorn. Das ist weiter hinten. Bücher und Schriftrollen, ich wusste es. Wissen ist Macht, meine Freundin. Ihr werdet sehen. Dem kann ich absolut nur zustimmen. Ah, genau. Hier war nämlich auch nochmal so eine Tafel. Ich finde es nur komisch. Ich weiß definitiv, es gab dafür eine Errungenschaft. War das die gleiche für die Alten von... Ja, okay, das ist die gleiche. Es gab dafür eine Errungenschaft, aber ich habe sie jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. So ein kleines Ding im Vergleich zu den Drachen. Trotzdem nehmen wir es mit nach Krempen, ja? Ich habe gerade gedacht, ich muss hier das große Horn reinblasen. Okay. Kehrt in den Palast von Krempen zurück. Das heißt, ich werde mich jetzt mal eben schnell hier raus teleportieren. Es geht schneller und wir sehen uns gleich in Krempen wieder. So, wir sind in Krempen angekommen und wir müssen hoch zum Palast, wo wir die Verteidigungsanlagen zerstört hatten. Es geschieht schon wieder. Ich sehe einen Drachen. Cadwell? Cadwell, was war das von wegen Drache? Ah, da seid ihr ja. Seht doch bitte nach Cadwell. Kommt danach in den Thronsaal für den Kriegsrat. Mach ich. Hallo? Ist da jemand? Ich scheine wieder in meinem Kopf zu sein. Also meinem anderen Kopf. Dem anderen Kopf? Das ist so verwirrend. Ah, wartet. Jetzt wird es klarer. Und ja, da seid ihr also. Es tut so gut, euch wiederzusehen, meine Freundin. Catwell, was habt ihr gesehen?
Ich habe diesen fiesen Ork-Nekromanten Sumokfon gesehen. Er ist wirklich ein abscheulicher Kerl. Und da war ein Drache. Ein riesiger, mächtiger Drache mit Augen so groß wie ein Haus. Sie nannten ihn Karl Grundtit. Das bedeutet Vorkämpfer der gebundenen Zeit. Woher weiß ich diese Dinge? Habt ihr sonst noch etwas gesehen oder gehört? Aber ja doch, ja. Anscheinend sind die Ohren ebenso verbunden wie die Augen. Sie sprachen von den Monden. Irgendetwas über eine Mondfinsternis und die perfekte Zeit, um das Tor zu nutzen. Ich erinnere mich an ein bisschen von all dem aus der Zeit, als ich der Verräter war. Aber die Einzelheiten sind verschwommen. Die Erinnerungen an euer Leben kehren zurück? Meine Erinnerungen kommen in winzigsten Bruchstücken zurück. Aber ich bin nicht sicher, dass das gut ist. Wenn ich mich an etwas Nützliches erinnere, lasse ich es euch wissen. Wo sind meine Manieren? Man wartet auf euch. Königin Kamira hat noch einen Kriegsrat im Thronsaal einberufen. Wisst ihr, warum der Kriegsrat zusammengekommen ist? Keine Ahnung. Doch ich weiß, wie man es herausfindet. Geht rein und hört euch an, was die Katzenkönigin zu sagen hat. Ja, unerwartet clever von ihm. Die Archive waren äußerst hilfreich, nachdem ich die richtigen Dokumente fand. Unsere Mondsänger und Mondpriester haben stets auf alle Einzelheiten geachtet. Was habt ihr erfahren? Tarn hat Dokumente über eine uralte Vereinbarung mit der Drachengarde gefunden. Sie sorgte wohl für eine Waffe gegen die Drachen. Es geht um die Legenden von Kunsari und Königin Anekina, ja? Entschuldigt die Unterbrechung, Königin Kamira. Das klingt nach dem Drachenhorn, das wir gefunden haben. Der Drachengardist ist zwar tot, doch er gab uns das Anekina-Drachenhorn. Herr, also hat die Allianz, der ich zögerlich zustimmte, Früchte getragen. Die Signus-Freischärler haben geholfen, aber eure Agentin hat die wichtige Arbeit gemacht. Eine Waffe der Drachengarde? Interessant. Kommt, Fünfkralle, ich will euren Bericht hören. Ja, mach ich. Nachdem ich mal eben die Tische weggeräumt habe, vor allen Dingen ausgeräumt habe. Nee, einen kann ich nicht ausräumen. In eine Allianz mit Kaiserlichen einzuwilligen. Wenigstens scheint dieser Präfekt Carlo euch geholfen zu haben. Sagt mir, was da draußen geschehen ist, Fünfkralle. Ich will es von euch hören. Der Meuchler hat den Drachengardisten getötet, doch wir haben das Anequina-Drachenhorn in unseren Besitz gebracht. Das ist also das Drachenhorn. Es ist sehr viel kleiner, als ich gedacht hätte, und es sieht zerbrechlich aus. Nach dem ersten Hornstoß zerfällt es wahrscheinlich zu Staub. Was sollen wir denn mit so etwas anfangen? Wie immer habt ihr meinen Dank, Fünfkralle. Und wir erhalten ein verteidigendes zweihändiges Schwert vom Set Ruf des Totengräbers. Phyraxia hatte gehofft, die Drachen zu besänftigen, indem sie den letzten Drachengardisten ermordeten. Er wurde zwar ermordet, aber ihr konntet seinen Tod rächen und das Anekina-Drachenhorn bergen. Die Frage ist nun, was machen wir mit dem Ding? Es macht Lärm. So wie jedes andere Horn auch, oder? Ich weiß, wie man ein Horn erklingen lässt, Fünfkralle. Aber das ist ein Relikt von uralter Magie. Ich will es nicht beschädigen, bevor wir die wahre Bedeutung seiner Macht erfahren haben. Ich werde Tarn noch mehr nachforschen lassen. In der Zwischenzeit haben wir eine andere Sache zu erledigen. Eine andere Sache? Katwels Visionen schlagen jetzt häufiger zu, mit großer Dringlichkeit. Tarn glaubt, Sumokfum steht kurz davor, Katwels zerteilten Körper wieder zusammenzusetzen. Ich will, dass ihr ihn aufhaltet. Der Verräter der Legenden darf nicht wiedergeboren werden. Ich werde Sumokfum suchen und ihn davon abhalten, Catwell den Verräter wieder zusammenzusetzen. Abnur Tarn hat regelmäßig nach Katwell gesehen.
Findet die beiden und hört, ob sie euch sagen können, wo wir Sumuk Fom finden. In der Zwischenzeit bespreche ich mich mit Garesh Ri und mache mich mit der Geschichte von Kunsari vertraut, bevor wir Taren beauftragen, mehr über das Drachenhorn zu erfahren. Ihr müsst doch etwas über das Anequina Drachenhorn wissen. Warum scheint denn alles auf die Legende... Ach nee, ihr müsst doch etwas über das Anequina Drachenhorn wissen. Ein wenig. Es gab ein ähnliches Relikt im Sternhafen Adeptorium, aber ich habe nie viel darüber nachgedacht. Es war dort nur ein weiteres Andenken an eine fast vergessene Vergangenheit. Jenes, das ihr uns gebracht habt, trägt den Namen Anequina. Welche Bedeutung hat Anequina? Anequina ist der Name unseres Königreichs, der nördlichen Hälfte von Elsweyr. Es erwuchs aus einem der 16 ursprünglichen Rudel und wurde nach meiner Ahnen Anequina Scharfzunge benannt. Sie war eine der alten Helden, ein Mitglied von Kunsaris Krajun. Wisst ihr, dass das alles wirklich etwas mit den Legenden von Kunsariri zu tun hat? Legenden und Mythen stellen einen großen Teil dessen dar, wer wir sind, Fünfkralle. Für die Khajiit sind ihre Geschichten nichts als die reinste Wahrheit. Die Wiederkehr der Drachen begann mit den Geschichten von Kunsari und ich erwarte, dass sie dort auch enden wird. Ist das Drachenhorn Teil der Geschichte? Nein. Kunsari und seine Gemeinschaft von Helden lebten vor der Ankunft der Akaviri in Tamriel. Es waren die Akaviri, aus denen die Drachengarde hervorging und die Geheimnisse des Drachenhorns aufdeckten. Soweit ich es verstehe, war das Sternhafen-Drachenhorn ein Geschenk. Ein Geschenk? Vom uralten Orden der Drachengarde, wenn ich mich an das entsinne, was mir der Adept von Sternhafen einst erzählte. Ich schätze, das Gleiche gilt auch für das Anequina-Drachenhorn. Es ist zu schade, dass der Drachengardist, den ihr getroffen habt, nicht lange genug lebte, um euch mehr zu sagen. Ja, wir müssen wieder da raus. Da werden wir jetzt aber noch nicht hingehen. Khajiitisches Wassergefäß. Groß. Schön, wenn ich das immer nur auf dem Let's Play-Account kriege und solche Sachen irgendwie nie auf meinem Hauptaccount kriege. Ach ja, ist das Leben nicht schön. Nein, aber ich will natürlich nicht meckern, sondern ich wollte eigentlich sagen, da das Ganze, denke ich mal, noch einen etwas längeren Weg gehen wird, gerade die ganze Sache mit Catwill, dem Verräter, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge am Zielort wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.